Vielleicht können Sie mal ein bisschen was über die Idee dieses Buches erzählen. Die Idee war zu zeigen, dass jede gute naturwissenschaftliche Forschung letztlich eine Geschichte ist, die man erzählen kann und muss. Mhm. Wenn man eine Forschung nicht erzählen kann, ist es meistens keine sehr gute Forschung. Mhm. Und ich wollte zeigen, dass das möglich ist, auch in der Sprache, die man normalerweise für Geisteswissenschaftler vorbehält. Sie haben das auch in Ihrem Buch ja fast poetisch ausgedrückt, glaube ich, wie wichtig also diese Forschung für Sie war. Diese Abermilliarden glimmender Feuerpunkte waren es also, die meinem Körper Wärme und Kraft schenken. Also haben Sie also tatsächlich so eine, und das kommt in dem Buch, glaube ich, aus der Gruppe, eine sehr leidenschaftliche Beziehung? Ich wollte zeigen, und das freut mich sehr, dass Sie das gespürt haben, dass Wissenschaft ist eine sehr leidenschaftliche Angelegenheit. Man sieht heute Wissenschaftler als kalte, rationale und planende Typen. Das sind die guten Wissenschaftler ganz und gar nicht. Sie sind genauso leidenschaftlich, egozentrisch wie Künstler. Nur verstecken sie es, weil es nicht zum guten Ton in der Wissenschaft gehört. Aber eine andere Idee war, glaube ich, von Ihnen, die zu diesem Buch geführt hat, Ihre Wissenschaftsgeneration in ein bisschen in den Vordergrund zu rücken oder ein bisschen zu erzählen, wer das eigentlich war. Also man muss dazu sagen, auch wenn diese Entdeckung der Mitochondrien nicht so bekannt ist, aber es ist tatsächlich eine der bedeutendsten Entdeckungen des 20. Jahrhunderts. Und Ihnen geht es, glaube ich, auch darum, ein bisschen zu erklären, woher die Leute alle kamen, was sie für Hintergründe hatten, die daran mitgearbeitet haben. Ja, die Entdeckung war letztlich der Mechanismus, über den unser Körper die in Pflanzen gespeicherte Sonnenenergie verbrennt und damit für sich selbst nutzbar macht. Mhm. Und das war eine ungeheuer fundamentale Frage, an der hunderte von Wissenschaftlern über viele Jahrzehnte begeistert, leidenschaftlich, manchmal sogar mit Betrug gearbeitet haben. Und letztlich hat dann ein Außenseiter, der Brite Peter Mitchell, der seine Forschung aus eigenem Geld finanzierte, in einem abgelegenen Privatlabor in Cornwall in England, das Lösung gefunden. Und diese Idee dann 17 Jahre lang in einem Kampf einer gegen alle zum Erfolg gebracht und schließlich dann auch 1978 dafür berechtigterweise den Nobelpreis erhalten. Mhm. Auch verteidigt hat die Idee, ne? Also er musste gegen alle kämpfen. Ja. Alle großen Biochemiker glaubten, diese Idee kann nicht stimmen. Sie war so revolutionär, dass eben die meisten sie nicht akzeptieren wollten. Ich wünsche dem Buch viel Erfolg. Ich denke, dass das Buch wird es auch. Wann kommt es raus? Es soll im März rauskommen. Ja, halten Sie da am nächsten März. Nächstes Jahr im März kommt es raus. Ja. Und denke auch, dass es ein Erfolg wird. Bedanke mich nochmal, dass Sie den Weg hierhin gefunden haben und wünsche noch viel Spaß hier auf der Buchmesse. Ich danke Ihnen. Dankeschön.